ging es weiter mit einem Spielchen 2 gegen 2. Und zwar auch immer über die Leine da oben. Und das Schöne, was mir aufgefallen ist dabei, ist, selbst wenn der erste Ball schon fast beim Gegner ist, er kann trotzdem noch wieder gespielt werden. Ein Netz würde das stören eigentlich, oder? Ja, das war jetzt nicht so wichtig so. Mir war wichtig, dass es um die Höhe geht, ne? Um die spielerische Sache. Und deswegen, das ging eigentlich ganz gut. Man hat sofort gesehen, dass sie sofort das Ziel da vor Augen haben und immer diesen hohen Pass gespielt haben. Ne? Also die sind sonst von U14, U13 dieses Spiel auf ganz kleinen Räumen gewöhnt. Gut, das war jetzt keine große Strecke, aber die Höhe ist das Entscheidende. Ne? Ich schaffe Zeit und sie gewöhnen sich an die Höhe und haben das immer vor Augen, dieses Ziel. Und darum ging es. Das haben sie da, konnte man das ganz gut sehen. Dann habe ich dann gleich eine Wettkampfsituation rausgemacht. Ne, auch mit verschiedenen großen Räumen. Die eine bessere Gruppe hat auf dem hinteren Feld auf einem größeren Raum gespielt. Und die anderen haben auf kleineren Räumen gespielt. Aber vom Prinzip konnte man sehen, dass sie sofort ins Spiel kommen. Ne, und haben das, was ich wollte, dieses hohe Spiel, ne, haben sie dann gleich mit da drin. Mhm.